Wie sieht's aus? Ganz gut. Ich habe nur immer noch diese miesen Kopfschmerzen, obwohl sie schon besser geworden sind, seit ich nicht mehr im Minental bin. Ich bleibe erst einmal hier. Dann weißt du, wo du mich finden kannst, wenn du mich brauchst. Ich brauche dich. Ich werde Korenes verlassen. Würdest du mitkommen? Je weiter ich vom Minental wegkomme, umso besser. Wann geht's los? Geh zum Schiff. Komm zum Hafen. Ich komme später nach. Ich wollte ihn jetzt noch nicht beklauen. Bin schon unterwegs. Also, betone nicht auf noch. Gut, wir können schon mal schnell versuchen. Warte bin mal. Da ja nicht so. Warte mal, ich habe da gerade was an deiner Tasche gesehen. Kann ich da mal eben rangrabbeln? Danke. Gut, der Angar verkrümelt sich. Jetzt können wir nochmal zum Großbauern. Ja. Halt. Wir gehen nochmal zum Großbauern Wolf einladen. Es gab noch mehr, die man einladen kann. Biff könnte man zum Beispiel einladen, aber den da haben wir leider beim Eisdrachen verloren. Dann könnte man noch... Lars, Lee habe ich. Gorn habe ich. Ich gucke gerade auf meine Liste. Bennett habe ich, Matratz habe ich. Achso, Großbauern. Wolf, ja. Wir fragen den nochmal. Der kann, glaube ich, auch mit, aber wir werden nicht alle mitnehmen. Wird sich das jemals ändern? Das ist doch alles nicht der Rede. Die wichtigsten haben wir jedenfalls schon mal. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Hey! Ich wäre mir da nicht so sicher. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Hättest du Lust, mit einem Schiff hier zu verschwinden? Na klar! Ich hab mir das schon gedacht. Das hätte er auch selbst wissen müssen. Ich muss zu einer Insel nicht weit von dieser hier. Ja, worauf warten wir noch? Ich könnte dir auf See Bogen und Armbrustschießen beibringen. Nö. Ist das wirklich? Mir fällt gerade ein, dass ich eigentlich schon genug Leute beisammen habe. Ach so. Ja, so ist das also. Erst winkst du mit dem roten Tuch und dann wird nichts draus, was? Du kannst mich mal. Hoffentlich säuft dein Kahn ab. Alles glauben, Entschuldigung. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Kann ich ihn trotzdem nochmal beklauen? Gut. Hey! Aber Wolf wollte ich auch nicht unbedingt mitnehmen. Keine Ahnung, sag du es mir. Von mir erfährt keiner. Cool. Wie viel Geschick haben wir denn mittlerweile? 47. Das ist nicht, das hast du nicht gewusst. Mehr als ich erwartet hätte. Gut. Wolf kann nicht mehr mit, das macht nichts, er war sowieso meine zweite Wahl an der Stelle. Dann gehen wir wieder zurück in die Stadt. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße! Kluges Kerlchen. Tschüss. Können wir Lord Hagen mitnehmen? Nein. Wir fragen jetzt noch einmal... Wow! Den Berg. Der Berg ruft nämlich. Wir fragen den guten Herrn Girion. Der müsste eigentlich unten am Schiff stehen, aber vielleicht steht er jetzt noch zum Spalier oben bei Lord Hagen oder Lord André. Das kann natürlich auch sein. Meine Abkürzung. Moin Jungs. Ich glaube da nicht dran. Und welcher Koch kann mir hier die Dinger braten? Ich glaube, das war der unten in der Hafenkneipe, ne? Muss auch nochmal machen. Damit ich meine Keulchen mal loswerde. Wir gehen erstmal ins obere Viertel. Das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Halt! Ich weiß langsam nicht mehr, was ich sagen soll. Das letzte Mal wurde ich aufgehalten. Hallo Lord Hagen. Tschüss Lord Hagen. Irgendwann musste es ja so kommen. Ich bin ganz deiner Meinung. Ja, ich auch. Das ist kein Geheimnis. Geh rein. Hey du! Kannst du mich trainieren? Wenn du etwas lernen willst, musst du dich schon an einen Lehrer außerhalb unseres Ordens wenden. Ich bin ein Krieger, kein Lehrer. Das ist nicht die Antwort, die ich erwartet hätte. Girion, ich dachte, du darfst mitkommen. Ich hab was anderes gehört. Hab ich etwas falsch gemacht? Muss ich jemand anderes fragen? Bist du? Ich...
Ich dachte ernsthaft, ich kann Kirion mitnehmen. Oder muss ich erst Mario fragen und dann Kirion? Nee, kann ja auch nicht sein. Das ist aber komisch. Hm. Hey. Ich glaube, ich muss nochmal zum Richter, kann das sein? Den werde ich jetzt nicht versuchen zu bestehlen. Ich glaube, das habe ich schon mal versucht vor einigen Folgen. So, apropos Folgen, ich muss mal ein bisschen gucken. Dass ich heute nicht allzu lange mache, ich wollte ja nur eine kurze Runde machen. Das ist doch schon lange bekannt. Kirion kann ich also nicht mitnehmen, das ist nicht so schön. Meinst du, mir geht es besser? Das ist doch alles nur Gerede. Gehen wir mal zu Mario. Meine Meinung will ja keiner hören. Kirion will gar nichts wissen von einem Schiff. Naja, wie denn auch? Lothargen ist noch nicht abgezogen. Hätte ich Lothargen erstmal fragen müssen? Kirion bleibt zurück und dann wird er weich? Hm, kann auch nicht sein. Ich habe was anderes gehört. Ja, ich weiß, ich weiß. Wir gehen erstmal hier in die Hafenkneipe. Hallo, Mo. Ich habe gehört, du suchst Leute für dein Schiff. Allerdings. Und? Ich bin dabei. Warum sollte ich dich mitnehmen? Warum sollte ich dich mitnehmen? Ganz einfach, weil du mich brauchst. Ich war Leutnant bei der Königlichen Kriegsmarine. Ich habe als Seesoldat auf der König Roba und auf der Myrtana Stolz gedient. In der Schlacht um das östliche Archipel habe ich eigenhändig 2 Dutzend Orks zurück in Belias Reich geschickt. Leider waren wir zu wenige. Nachdem unser Flaggschiff versenkt worden ist, mussten wir uns zurückziehen. Hm. Wieso bist du dann hier? Die Flotte ist geschlagen und die Soldkassen sind leer. Nach meiner Entlassung bin ich dann hier in diesem Nest gestrandet und suche eine neue Heuer. Hm. Was kannst du? Ich bin ausgebildet für den Enterkrieg und im Nahkampf. Ferner bin ich ein ganz brauchbarer Schütze mit der Schiffskanone. Ich wette, es gibt die eine oder andere Sache, die ich dir auf der Reise beibringen kann. Was verlangst du? Was kann ich denn verlangen? Ich bin froh, wenn ich von hier wegkomme. Hand gegen Koje. Ich helfe dir und dafür nimmst du mich mit. Ich weiß nicht. Die Reise kann gefährlich werden. Ich bin Gefahr gewohnt. Wenn du da draußen bist, ist jeder Tag gefährlich. Der nächste Sturm kann dein Tod sein. Und die Ungeheuer aus den Tiefen können dein ganzes Schiff am Stück verschlingen. Die orkischen Galeeren muss ich wohl nicht extra erwähnen, oder? Glaub mir, es gibt nichts, wovor ich Angst habe. Ein Seemann, der Angst hat, ist schon tot. Er spricht ganz gut. Bevor ich ihn anheuere, werde ich noch einmal nachschauen, wieso Kirion nicht mitkommen will. Das bleibt mir auf der Zunge. Ich brauche noch ein paar Seeleute. Schlechte Zeiten, mein Freund. Du wirst auf ganz Korinis nicht genug Seeleute finden. Die meisten haben die Stadt verlassen. Könnte ich ja nicht Greg fragen. Aber mit einem guten Kapitän sollte es nicht allzu schwierig sein, aus ein paar intelligenten Kerlen in kurzer Zeit eine brauchbare Mannschaft zusammenzustellen. Wo finde ich einen Kapitän? Du fragst den Falschen. Ich bin hier nur der Wirt. Rede mal mit dem alten Jack. Er ist hier im Hafen schon so lange ich denken kann. Er weiß Bescheid, wenn es um die Seefahrt geht. Mhm. Ich hätte gerne das Fleisch gebraten. Aber ein langer Satz. Hätte gerne das Fleisch gebraten. Ich mach das gern. Hier, lass es dir schmecken. Komm, das machen wir nochmal. Wie? Nur einmal? Heute nicht mehr. Versuchen, sein Geldbeutel zu stehlen. Muss ich erst übernachten? Achso, ich wollte ja ganz kurz mal überprüfen, wieso ich da nicht mit dem Kirion mit dem Schiff kann, nicht? Bis gleich, Freunde. So, stehe ich hier fast im Schrank. Und komme nicht mehr raus.
Ich weiß es nicht so recht. Wahrscheinlich muss ich nochmal mit den Rittern reden, die mir dann Zutritt verwehren oder gestatten. Ach, erzähl mir nicht sowas. Da stehst du ja draußen rum. Ja, dieses Hand. Das ist der Ehrenduft. Ja. Ich muss mit den Rittern hier vor Schiffswachen. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Ich war schon im drauf. Namen Innos. Ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Das sehe ich. Kann man da nichts machen? Ich glaube, ich verstehe nicht. Ich könnte dir Geld geben, damit du wegsiehst. Ich bin nicht bestechlich und wenn du nicht sofort verschwindest, werde ich das als Beleidigung auffassen. Okay, tschüss. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Wer seid ihr? Wir sind die Abgesandten des Königs Roba, die Diener Innos und werden im Volksmund auch Paladine genannt. Was macht ihr hier? Hier meine Zeit verplempern. Ich wäre viel lieber bei unseren Brüdern im Minental. Das war's. Ist das die Information, die ich brauchte? Ist das was ist mit diesem Ritter hier vorne? Das hätte ich dir vorher sagen können. Und jetzt soll ich nochmal dahin gehen? Kann ich bei Halber noch mein Silber verkaufen? Das kann ja nicht ewig so weit. Komm wieder, wenn du. Okay. Das ist doch alles nur Gerede. Ja. Ritter. Schiffswache. So ist es in Innos Wille. Das habe ich vorher gar nicht registriert, dass das eine Schiffswache und das andere normale Ritter sind. Wir gehen auch mal hier unten hin. Vielleicht steht da jetzt dort der Girion. Denn eigentlich sind die Schiffswachen ja lange weg. Schon. Warum hat der eine schwere Paladin-Rüstung? Wir gucken mal. Anga ist da, Lee ist da. Ich hab mir das schon gedacht. Wer erzählt denn so was? Gorn, Torlof, Lasus. Aber kein Girion. Muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Alte Münze. Da steht ja schon auf dem Schiff. Ich glaub nicht. Tja. Na gut, gehen wir noch mal ins obere Viertel. Wenn er dann nicht da ist, dann weiß ich auch nicht. Girion ist gerade so ein kleines Problemchen und Mario wollte ich zum Schluss mitnehmen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wie viel stehen denn hier schon rum? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Das will doch keiner mehr. 2, 4, 6, 8. 10 wird sich nie etwas ändern. Und 2 möchte ich noch mitnehmen. Perfekt. Das sind genau die ich noch brauche. Anga war mal sehr wichtig. Kann der, glaube ich, immer mitrennen. Jedenfalls hilft er mir gut. So viel weiß ich noch. Er hat mir geholfen. Viele stehen nur rum oder trainieren mich auf dem Schiff. Und manche haben besondere, sagen wir mal, Sequenzen. Ich darf halt nicht alles glauben. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich bin ganz deiner Meinung. Kann ich noch mit der Schiffswache reden? Hey! Offenbar nicht. Noch mehr Ärger kann ich nicht machen. Hallo! Herr Gerbrand. Das habe ich schon immer gesagt. Mein Mann sieht das anders. Das habe ich schon immer gesagt. Habe ich eigentlich mein Fleisch verticken können? Nee, ne? Schlimme Zeit. 85 habe ich noch. Jetzt habe ich noch 4-mal schlafen. Sollte ich auf jeden Fall noch machen. Ist der gerade den Weg hochgeklettert? Ich wundere mich über gar nichts mehr. So, wir können ja ganz frech mal Lord Hagen fragen, ob wir das Schiff mitnehmen können. Moin Hagen, alte Mütze, komm mal rüber. Ich hab dein Boot habe ich schon genommen. Die Orks haben die Burg im Minental gestürmt. Bei Innos! Was genau ist da geschehen? Irgendwie hat sich wohl das Tor geöffnet. Irgendwie?
Wie ist das möglich? Es muss einen Verräter in der Burg gegeben haben. Worauf wartet ihr noch? Jetzt, wo die Burg gestürmt wurde, brauchen wir umso mehr Vorräte. Aber unser Aufbruch wird sich dadurch nicht lange verzögern. Na toll. So, wo ist jetzt? Kirion steht da noch. Wenn er jetzt nicht mitkommt, dann weiß ich auch nicht. Hey, du! Wenn du etwas lernen willst, musst du... Ich bin... Manu! Der will nicht mitkommen. Dann frage ich jetzt den Mario. So. Und... Möchtest du auf die Uhr schielen? Ja. Mach erstmal ein kleines Päuschen. Ich hab was anderes gehört. Schiffswache? Die verdammten Orks haben Garons Burg gestürmt. Ja, alles Schiffswache. Wenn wir den Verräter zu fassen kriegen... Muss ich mit allen Schiffswachen reden? Wir können nicht mehr lange warten. Wenn wir den Verräter... Wir können nicht mehr... Ja. Die verdammten... Das sind ja alles Schiffswachen. Wir können nicht... Wenn wir den Verräter... Die verdammt. Die verdammt. Na gut. Was hatte ich jetzt vor? Ich wollte wieder runter. Es ist auch hin und her gelaufen, tut mir leid, aber dann haben wir wenigstens endlich die Leute alle zusammen. Ich werde noch einmal Mario holen und dann war es das. Schaue außerhalb nochmal nach, ob ich doch irgendwie Kirion mitnehmen kann, aber. Dann geht es das nächste Mal auch wirklich los. Das war ja jetzt quasi noch eine kleine Sammelaktion, weil ich ja die Leute noch beisammen ziehen musste. Ich habe bei einigen hatte ich ja erstmal Nein gesagt, weil ich nicht wusste, ob sie nun mit können oder nicht. Mal gut, dass ich Wolf zum Schluss angesprochen hatte, denn den wollte ich nicht mehr unbedingt mitnehmen. Was hatte ich jetzt? Ich kann auch mal schlafen und dann reden wir nochmal mit Mario. Kann ich hier oben irgendwo schlafen? Ich will ja nur auch mal Fleisch gebraten haben. Ich will keinen Ärger. Oh. Aber schön da vorne. Voll direkt am Wasser, ist ziemlich laut, glaube ich. Voll so mit Meeresbrise einschlafen. Muss doch eigentlich schon was Geiles sein. Wo ist der? Da. Cardiff, was hat die in der Hauptstadt? Gut, dann eben nicht. Gute Leute kann ich immer brauchen. Alles klar, wir sehen uns dann am Schiff. Ja. In der Tat, da sehen wir uns jetzt wieder. Und Freunde, wir uns dann in der nächsten Folge, wenn ich versucht habe, Kirion noch irgendwie ranzuziehen. Ich habe jetzt quasi jede Schiffswache gefragt, habe Kirion zweimal gefragt, aber irgendwie will dann mir keiner sagen, ob der jetzt mitkommen will oder nicht, weil der Kirion selber sagt nur, ich will dich nicht trainieren, du bist kein Paladin. Vielleicht kann ich den deshalb nicht mitnehmen. Vielleicht ist Kirion nur prädestiniert gewesen für Paladine? Ich weiß es nicht mehr, das ist schon so lange her. Fakt ist, ich hätte ihn gerne dabei. Die Mannschaft ist fast komplett. Warum erfahre ich das erst hier? Na gut, würde ich sagen, ziehen wir das nächste Mal los mit unseren Freunden, die wir hier in Kurines kennengelernt haben. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Fax. Möglich ist alles.